Die Geschichte selber ist aber eigentlich ganz einfach und klar letztendlich. Wir haben den Fremden, einen Revolutionär, der in ein Land kommt, das beherrscht wird von einem Herrscher. Das ist ein Land der Unterdrückung, eine Situation der Unterdrückung. Er versucht, das zu ändern. Und klar, er wird verhaftet, ins Gefängnis gesteckt, zum Tode verurteilt und wartet in der Todeszelle auf seine Hinrichtung. Und in diese Zelle hinein kommt Heliane, die Frau des Herrschers. Ja, und dann gerät die Situation außer Kontrolle, würde ich sagen. Es entsteht Liebe sozusagen, die beiden verlieben sich ineinander. Sie, Heliane, wird ebenfalls vor Gericht gestellt, natürlich als Ehebrecherin, und dazu verurteilt, ihre Unschuld zu erweisen durch ein, ja, Gottesurteil, indem sie sozusagen den Fremden, der sich inzwischen selbst getötet hat, wieder zum Leben erweckt. Also ein Wahnsinn, ein Wunder sozusagen, etwas ganz Unmögliches eigentlich. Aber dieses Wunder findet statt, es gelingt ihr. Und zwar durch die Kraft der Liebe sozusagen. Der Fremde starb, er starb für sie. Weil das ist das Hauptthema, was Korngold hier eigentlich anspricht. Sie erkennt die Liebe in sich, sie akzeptiert das und aus dieser Liebe schöpft sie eine sich selbst befreiende Kraft, die dieses Wunder eben möglich macht. Ob wir da nun dran glauben oder nicht. Wir sind in einer Welt auf der Bühne, in der Wunder möglich, aber vielleicht auch nötig sind. Nicht in einer Welt von Krieg, Zerstörung, auch Naturzerstörung, von Unterdrückung. All diese Dinge, die wir ja auch heute immer wieder stärker empfinden in unserer Welt, sozusagen eine solche Welt braucht irgendwo eine Hoffnung, nicht? Braucht irgendwo ein Wunder. Und das wird hier in dieser Oper einfach dargestellt. Und das Wunder ist die Liebe, die das Ganze auflösen kann. De rol van Heliane is mij heel dierbaar. Ik heb haar al een paar keer mogen zingen. En ik zeg dat expres zo mogen, want het is gewoon, het wordt niet vaak uitgevoerd. Dus als je dan de kans krijgt om het te doen, dan is dat echt fantastisch. Want de rol past ontzettend goed bij mijn stem ook. Ik ben ook zangeres die heel goed bij Strauss past. En Strauss heeft toch ook veel overeenkomsten met Korngold. Toen ik het begon te studeren en uiteindelijk een aantal keren in concert gezongen, ja, het past als een handschoen, die rol. Ondanks dat het best een extreme rol is. Ik heb veel zware rollen gezongen, maar deze hoort echt bij die allerzwaarste. Omdat het heel hoog is, heel lange frasen en dan nog een stapje hoger en nog een stapje hoger en dan in hele lange frasen. Dus dat is zwaar en ook heel laag zingt ze. En de rol voor mij geeft heel veel voldoening, omdat er ook een hele grote ontwikkeling in haar personage zit. En dat is iets wat ik altijd heel graag doe. Voor mij is opera is gewoon zang en acteren komt samen. En als je dat samen kunt voegen in zo'n rol waar je ook echt, waar het ook echt op acteren aankomt, ja, dat is helemaal mijn ding. Ik zing ook veel Salome en allemaal dat soort rollen van sterke vrouwen die een grote ontwikkeling doormaken. Dus dat is Heliane ten voeten uit. Ook omdat ik gewoon met zijn fantastische muziek heel veel heb. Je wordt erdoor overspoeld, je wordt erdoor omarmd, je wordt erdoor overweldigd. Je wordt er helemaal door in meegenomen en ik vind het gewoon fantastisch. Als ik het beeld weg zou laten, is de muziek zo sterk dat de karakters, de atmosfeer, het hemelse, het diep duistere dictatorschap wat erin zit, dat dat al in de muziek helemaal als een soort beeld, als een soort cartoon, muziekcartoon, met leitmotieven zoals het in Wagner ook gebeurt, met kleurtjes over de liefde en de natuur zoals het in Ravel ook gebeurt, dat is Korngold. Het is zo goed geschreven. Je moet niet vergeten dat Korngold een wonderkind was. Dus voor hem is iets moeilijks opschrijven voor ons, is voor hem niet moeilijk geweest. Hij kon alles spelen. Een briljante pianist. En ik citeer nu Gustav Mahler. Oh.
Vielleicht könnte man sagen, dass Korngold eben diese Idee, dass die Liebe einfach Grenzen öffnet und Grenzen überschreitet, eben nicht nur eine persönliche Sache zwischen zwei Menschen ist, sondern eben uns alle betrifft. Und deshalb spielt der Chor in dieser Rolle eine so entscheidende Rolle, weil auch der Chor als diese Welt, diese kaputte Welt, in der die leben, dass diese Menschen sich auch selbst befreien aus dieser Situation und eben auch die Tür sich öffnet zu einer Zukunft, von der wir natürlich nicht genau wissen, ob es wahr wird. Nicht? Die Frage, die Korngold am Schluss immer stellt, ist, bleibt das eine Utopie, bleibt das eine reine Idee oder wird es Wirklichkeit werden? Und mit dieser Frage bleiben wir am Ende der Oper auch zurück. Ich geloof dat het publiek alleen al de uitstraling en de lol die wij met elkaar hebben, als een soort nu Korngold-familietje in Enschede voor een paar weken. Ik denk dat het publiek die vibe mee kan nemen en ik hoop dat iedereen dan een gelukkige avond heeft met prachtige muziek. En het is een behoorlijke liefdesdood, liebesdood, Tristan op Tristan op Tristan en Isolde op. Het is een soort Tristan en Isolde in het kwadraat met hele mooie, geweldige romantische muziek.